einen wunderschönen Abend. Wir haben heute ein neues Video und ich glaube, das wird ziemlich gut ankommen. Und zwar, wir tun zusammen einen D50B0 Motor neu aufbauen. D50B0, das ist eigentlich nur der Motor-Kennbuchstabe. Das ist der neue Derby-Motor. Den gibt es seit ungefähr 10 Jahren am Markt, seit 2006. Und der ist den hat der EBS-Motor abgelöst. Der EBS-Motor, der schaut so aus, das ist noch sein Vorgänger. Es haben sich im Grunde eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten verändert, aber ich sage, Aufbau ist dem mehr oder weniger gleich. Wir tun heute einen D50B0 Motor neu aufbauen. Der Ganze ist zu uns schon gekommen mit einem Setup. Und zwar das Setup war ein 80 Airsol New Extreme Zylinder mit passendem Rest-Setup, das heißt einer Carbon-V-Force-Membran, dann ich sage mal die üblichen Sachen, digitale Innenrotorzündung von MVD. Und der Kunde hat uns einen Motor geschickt, der ist ja schon angepasst und alles, zum Lager tauschen. Er hat auch schon verstärkte Kurbeln und alles drin gehabt. Wieso sollte man jetzt eigentlich die Lager tauschen, wenn der Motor schon mal neu aufgebaut worden ist? Als erstes haben wir hier zwei Kurbellager, das sind die alten, die haben von der Kurbelwelle abgezogen. Wenn wir hinhören, das zweite ist noch ein bisschen lauter. Das hat, sage ich, in unseren Motoren nichts zu suchen. Im Vergleich ein neues. Grazie. Ja, ist grazie. Entschuldigung. Das andere neue. Es dreht sich. So. Was noch recht amüsant war bei dem Motor. So sieht der originale Motorschraube aus. Zum Teil waren solche drinnen. Und weil scheinbar die lange Schraube verloren gegangen ist, hat er sich die Schrauben genommen und als Distanz noch eine Mutter. Pfusch. Ich sag, das hat in einem neu aufgebauten Motor nichts zu suchen. Von dem her, wenn wir da unser komplettes Schraubenset verwenden aus Edelstahl, da wird jede Schraube vom Kupplungsdeckel über den Motorblock, Zündungsabdeckung und beim Anzugstoß, also da ist jede Schraube mit dabei, in der passenden Länge aus Edelstahl. Das Ganze ist ein bisschen stabiler sogar als die originalen Schrauben. Und sage ich, die kriegt ihr über uns, also könnt ihr uns anschreiben. Das werden wir neu geben, Lager geben wir neu, Dichtungen tun wir alle neu geben. Da haben wir einen kompletten Dichtsatz. Mal schauen, das ist die Dichtung vom Motorblock, die Wasserpumpendichtung, da drüben liegen noch mehr Dichtungen. Und ja, wir können ja kurz herkommen. Hätte ich gesagt, schweife einmal kurz drüber über die ganzen Teile. Und ja, im Grunde Getriebe haben wir alles drin gelassen. Weil das brauchen wir zum Lagerwechsel nicht rauszunehmen. Der komplette Block ist von uns gereinigt worden. So, Kupplungsschrauben, die ganzen Sachen haben wir alles durchgecheckt. Wir bauen jetzt den Block zusammen, tun die Zündung einstellen und dann geht er wieder aus. Als ersten Schritt fangen wir an mit den Kurbellager. Die alten haben wir mit dem Abzieher abgezogen, das schaut so aus. Von dem haben wir, ich sag vom Kurbellager abziehen, haben wir schon mal ein Video gemacht. Für alle, die es nicht kennen, hätte ich gesagt, blenden wir es hier ein. Und ganz wichtiges Thema, wie du neue Lager aufziehen oder wie du die neuen Lager draufbringen. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat den Block auseinandergerissen, hat die Lager abgezogen und hat dann die kalten Lager auf die kalte Kurve draufgelegt und dann draufgeschlagen. Also das kann nicht gesund sein für den Motor, wird dann das Ganze aufschrumpfen. Und zwar dafür haben wir die Kurbelwelle, wenn wir genau herschauen, eingefroren. Und da drauf halten, sieht man ein bisschen, dass die da angeeist ist. Und die Lager, die neuen, die tun wir jetzt erwärmen. Für das haben wir da Edelstahlplatten, da legen wir die Lager drauf, dann das Ganze mit Bunsenbrenner erhitzen und dann sollten die eigentlich ganz locker flockig drauf gehen. Ich hätte gesagt, wir machen das jetzt wieder so ein bisschen im Zeitraffer und mit vielleicht einem kleinen, muss ich sagen, so mit ein bisschen, wie nennt man das? Porn? Musik? Nein, nicht mehr Musik, so ein bisschen mit Hintergrundstimme, die das alles ein bisschen näher erklärt, damit wir das quasi schneller durchgebracht haben. Also, hier bin ich wieder.
Und als ersten Schritt erwärmen wir unsere Kurbelwellenlager. Hierbei handelt es sich um SKF-C4-Lager. Wieso erwärmen wir die Lager? Dadurch dehnen sie sich aus und wie schon erwähnt, können wir die dann ganz kinder einfach auf die Kurbelwelle draufbringen. Hier verwenden wir eine Rohrzange. Ich sage mal so, man verbrennt sich sehr leicht und die spreche da aus Erfahrung. Während wir die Kurbelwellen eingefroren haben mit den Lagern, legen wir unsere Kupplung in ein Ölbad ein. Das hat den Sinn, die organischen Belege saugen sich an und die Reibscheiben werden komplett mit Öl benetzt. Als nächstes erwärmen wir unsere Blockhälften. Dabei ist wirklich zu achten, dass die wirklich heiß werden, denn der Aluguss, der gibt die Wärme wirklich sehr, sehr schnell ab und das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen ungefähr eine Differenz von 120 Grad erreichen. Das heißt, wenn unsere Kurbelwelle und unsere Lager so minus 5 Grad haben und der Block 120, 125 Grad, dann passt das perfekt. Als nächstes kommt unsere Hauptdichtung zum Einsatz und wir erwärmen die zweite Blockhälfte. Nun sollte der Motor eigentlich super einfach zusammengehen und die Kurbelwelle sollte sich ohne Probleme drehen lassen. Als nächstes machen wir noch zwei, drei kleine Klopfer drauf, damit es auch wirklich zusammensitzt. Und hier checken wir nochmal, ob das Getriebe sich drehen lässt, ob die Kurbelwelle passt. Und hier kommt unser Edelstahlschraubenset zum Einsatz. Im Edelstahlschraubenset sind alle Schrauben erhalten für den Motorblock, den Kupplungsdeckel, die Zündungsabdeckung und für die Membran. Hierbei handelt es sich um Edelstahl-Imbusschrauben und diese setzen wir jetzt ein. Schrauben Sie vorsichtig mal alle fest. Natürlich, sage ich mal, stufenweise und eher über Kreuz und natürlich mit Maß und Ziel, denn wir wollen ja kein Gewinde beschädigen. So, im nächsten Schritt machen wir unseren Kurbelwellenzimmerring rein. Den tun wir hier schön einölen. Hier auf der Zündungsseite ist er von Hand reingegangen mit ein bisschen Drücken. Auf der anderen Seite machen wir dasselbe, ölen wir ein. Hier müssen wir ein bisschen reinklopfen, da geht ein bisschen schwerer rein. Da haben wir ein kleines Rohr genommen und das geht super. So, als nächstes entfernen wir die Dichtungsreste und montieren unsere Carbon-V-Force-Membran, die mit dem integrierten Ansaugstutzen. Das ist eine Italkit V-Force-Membran. Hier kommen wieder unsere Edelstahlschrauben zum Einsatz, damit wir den Motor auch wirklich ohne Push zusammenbauen, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Hier ist wieder zu achten über Kreuz und nicht zu fest, aber natürlich so, dass alles dicht ist und dass alles fest ist. Als nächsten Schritt stopfen wir noch ein Stück Papier hinein. Dasselbe machen wir auf der Kurbelwellenkammer, also Kurbelwellenkammerseitig auch, damit kein Dreck hineinfällt. Nun montieren wir das Primärritzel. Das Ganze wird mit einer Mutter befestigt. Das Gewind von der Kurbelwelle war leider ziemlich beleidigt. Das war leider ein bisschen Spülerei. Hier haben wir oben jetzt eine Stange eingesetzt ins Bläuelauge, damit wir die Kurbelwelle quasi blockieren können, ohne dass wir sie irgendwie beschädigen. So, hier setzen wir jetzt gerade unsere Schaltwelle ein mit der Schaltgabel. Hier kommt jetzt eine Beilagscheibe drauf, dann die Distanzhülse, unser Kupplungskorb und dann der innere Teil vom Kupplungskorb. Hier sehen wir eine Sicherungsscheibe, das ist für die Mutter für den Kupplungskorb. Und ja, hier verwenden wir unser Spezialtool, das sind eigentlich nur zwei Kupplungsscheiben, die zusammengeschraubt worden sind, damit wir das Ganze festschrauben können. Hier natürlich fest, aber auch nicht zu fest, denn eigentlich haben die Mutter nirgends hin. Wieso? Wir haben da ein Sicherungsblech drunter aus Messing, das biegen wir jetzt zweimal um. Das machen wir dann noch mit der Rohrzange wirklich fest, dass das wirklich sich nicht wegbewegen kann. Und als nächstes kommt dann eigentlich schon unsere Kupplung zum Einsatz. Hier sind immer, also wir haben zwei verschiedene Belege, die kommen jeweils abwechselnd hinein. Und dann zu guter Letzt kommt unsere Druckplatte drauf. Das Ganze ist mit Öl benetzt, damit es beim ersten Start nicht gleich verglast. So, hier ist unsere Druckplatte, die passt nur auf einer Position hinein. Das ist immer ein bisschen eine Spielerei, dass die auch wirklich plan aufsitzt, aber auf das bitte unbedingt achten. Nun kommen unsere verstärkten Gegendruckfedern zum Einsatz und die 5 Kupplungsschrauben, die wieder über Kreuz festziehen, nicht, wie soll ich sagen, zu fest und natürlich alles mit Maß und Ziel. So, wie wir hier sehen, tun wir jetzt noch alle von Hand nachziehen, denn mit dem Akkuschrauber hat man leider natürlich nicht so viel Gefühl. Hier ist unser Kickstarter, den musst du zuerst unten einsetzen, unten ist eine kleine Reibscheibe und dann musst du die Feder vorspannen. Das Ganze ist ein bisschen eine Spielerei, aber
haut eigentlich problemlos hin. Hier, wir testen immer, ob der Kickstart auch wirklich funktioniert, denn wenn der Kupplungsdeckel drauf ist und der funktioniert nicht, ist das immer ein bisschen ärgerlich. Hier funktioniert er, dann kommt unsere Kupplungsdeckeldichtung zum Einsatz und unser Kupplungsdeckel. Da auch schauen, dass er plan aufsitzt und nicht mit Gewalt drauf klopfen oder drauf drücken, sonst könnte was kaputt werden. Hier haben wir wieder unsere Edelstahlschrauben im Einsatz, die kriegt ihr bei uns und bald auch in ein paar Online-Shops. Hier ziehen wir alle vorsichtig fest, alle Schrauben. Danach auch, sage ich mal, über Kreuz, dass die wirklich schön fest sind und so, dass wir kein Gewinde beschädigen. Bei diesem Motor waren leider ein paar Gewinde ziemlich schlecht. Da müssen wir aufpassen. So, als nächstes montieren wir den Kolben. Als erstes kommt beim Kolben unser Kolbenclips hinein. Dafür haben wir ein eigenes Video, denn das ist was Spezielles zum Beachten. Das werden wir euch einblenden. Ja, hier ist unser Kolbenbolzen und unser Bläulauge mit dem Nadellager. Das ölen wir alles ein. Dann montieren wir den Kolben, stecken den Stift durch, schauen, dass er auch wirklich drin ist und machen den zweiten Kolbenclips rein. Schauen, dass wir ihn schön verdreht haben. Schauen, ob da Kolben drin sitzt und nun kommt unser Papier raus. Als nächstes kommt eine Alufußdichtung zum Einsatz. Die werden wir ganz leicht mit Motordichtmasse eindichten, denn wir haben schon öfters gehabt, dass wir einen Motor zusammengebaut haben, ohne dass wir die Dichtung eingedichtet haben und dann hat er vorne auslassseitig Kühlwasser verloren. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt haben wir alles ganz leicht eingedichtet, natürlich nur hauchdünn und setzen die Dichtung drauf. So, jetzt reinigen wir unsere Hände, setzen die restlichen O-Ringe ein, werden die ganzen O-Ringe auch leicht einölen, die Zylinderlaufbahn werden wir einölen und dann können wir den Zylinder eigentlich schon auf den Kolben draufstecken. Dabei ist zu achten, dass der Kolbenring mit der Kolbenringnut zusammenpasst, dass der auch wirklich einfach drauf geht. Bitte da nicht fest andrucken, da wird leicht was hin. So, jetzt schauen wir, dass der Kolben schön läuft, das passt wunderbar und setzen unseren Zylinderkopf drauf. Beim Zylinderkopf kommen 4 Zehnermuttern zum Einsatz. Diese werden wir mit einer kleinen Ratsche und einer Zehnernuss festziehen. Bitte wirklich wieder vorsichtig arbeiten. Wir arbeiten hier mit einem kleinen Hebel, um wirklich nicht irgendwas zu beschädigen. Da arbeiten wir in mehreren Stufen über Kreuz, damit er sich auch nicht verzieht und auch hundertprozentig dicht ist. So, jetzt sollte er fest sein. Als letzten Schritt montieren wir unsere Grundplatte, denn wie wir schon gesagt haben, kommt eine Innenrotorzündung zum Einsatz. Die Grundplatte wird mit 3 Schlitzschrauben befestigt. Die Schlitzschrauben haben wir natürlich neu gegeben. Hier schauen wir bei der Grundplatte, dass die Öffnung auch Richtung Öffnung vom Kabelkanal ist. Jetzt setzen wir den Stator ein, setzen die 2 Imbusschrauben ein, ziehen diese leicht fest und schauen, dass die 2 Imbusschrauben mittig vom Langloch sitzen. Das ist wirklich relativ wichtig, denn so haben wir in beide Richtungen einen schönen Einstellweg. Hier kommt die Mikrometer-Schraube zum Einsatz, das ist ein Einstellwerkzeug. Über das Zündung einstellen haben wir schon ein Video gemacht, das werden wir euch schnell einblenden. Ist eigentlich nicht so schwer. So, jetzt haben wir die Mikrometer-Schraube auf 0 gesetzt, also auf dem oberen Totpunkt, haben 1,4 mm zugestellt und jetzt ist die Kurbelwelle auf 1,4 mm vor oberen Totpunkt. Den Rotor setzen wir genau auf diese Position. Hier haben wir 2 Imbusschrauben hineingesetzt, damit wir ihn leichter halten können. Jetzt kommt die Kurbelwellenmutter zum Einsatz, die drehen wir hinauf. Dann schauen wir, dass sie relativ weit oben ist. Holen unseren Kolbenstopper, den schrauben wir rein. Jetzt können wir den Rotor auf der Kurbelwelle festschrauben. Der haltet eigentlich nur durch einen Kronos und durch die Mutter, aber das System funktioniert super. Jetzt ist die Mikrometerschraube wieder im Einsatz. Dasselbe wieder von vorn, auf 0 setzen, 1,4 mm zustellen und wie wir sehen, unsere Striche fluchten nicht hundertprozentig. Das tun wir jetzt noch schnell nachbessern, dass sie auch wirklich fluchten. Dann ziehen wir alles fest, der Motor gehört noch befüllt, Vergaser gehört noch drauf und das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Can't touch this.